meine ganz große Verehrung galt Greta Garbo. Ich hätte allerdings nie gesagt, also so möchte ich auch einmal sein. Also ich meine, die hat mich so begeistert. Und neulich fand ich so eine alte Schülerzeitung. Kennen Sie das? Das ist am Ende eines Schuljahrs eine Zeitung, eine sogenannte Bierzeitung. Wieso Bierzeitung, weiß ich nicht, weil wir ja alle kein Bier tranken. Und da fand ich folgenden Vers. Also und dann ist, also ich weiß jetzt nur noch ungefähr, Ruth Leuwig zu nennen. In Deutsch und Sprachen ist sie nicht zu überrennen. Doch auch die Musik und auch die Kunst, das hat man also auseinandergenommen, wieso weiß ich nicht, alles erfreut sich ihrer Gunst. Wenn auf der Leinwand die Garbo erscheint, Ruth hingerissen ins Taschentuch weint. Doch bei der Garbo berückendem Spiel, da war noch von den Stärkern viel, am Morgen in der Schule, da macht sie uns vor, wie Greta Garbo im Film ihr Leben verlor. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich da so über meinen Schatten gesprungen bin. Ich muss so begeistert gewesen sein. Und ich meine, andere gingen ja auch ins Kino. Und dass ich also zu solchen, ja, konnte mir das gar nicht vorstellen hinterher, dass ich da jemals etwas vorgemacht habe, denn ich habe auch nie etwas rezitiert in der Schule. Aber immerhin, ich musste lachen. Am Morgen in der Schule, da macht sie uns vor, wie Greta Garbo im Film ihr Leben verlor. In Bennesdorf war ein Filmatelier und es wurde dort ein Film gedreht und die Liebhaberin, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wurde krank. Und da hat man gesagt, ach, da ist doch ein begabtes Kind, also nehmen wir die. Und der Film hieß 13 unter einem Hut. Und es waren also 12 Komiker und dann also dieses Mädchen. Der Film wurde gedreht und ich wunderte mich dann, dass ich eigentlich gar nichts hörte. Und als ich dann etwas hörte, hörte ich, ja, Gott, die ist begabt, die ist sehr begabt, aber sie ist leider nicht zu fotografieren. Und daraufhin also hatte ich erst einmal, ja, wie soll ich sagen, einen ziemlichen Komplex. Ich habe mir meine Fotos mal mit Bewusstsein angesehen und fand dann auch, dass man recht hatte, dass ich also wirklich schwierig zu fotografieren sei. Und ich weiß, der Erich Engel, das war damals ein sehr guter Regisseur, auch ein Theaterregisseur, wollte einen Film machen mit dem Ivan Desny und mit mir. Und er hat sich diesen Film angesehen. Und dann hatte er ein Gespräch mit mir und das war sehr nett. Und er sagte, ach, wissen Sie, Sie werden auch beim Theater die ganz große Karriere machen. Da dachte ich mir, aha, der hat den auch gesehen und sagt sich, sie ist leider nicht zu fotografieren. Ja, so war das auch. Und dann hat sich der Hubsi von Meiering, Hubert von Meiering, der hat dem, wie hieß er gleich, das war eine Agentur Lenz, und hat gesagt, die ist doch eigentlich so begabt und die müsste doch eigentlich also wirklich im Film möglich sein. Und ich kriegte ein zweites Angebot aus München und ich spielte jeden Abend, ich spielte mit Werner Kraus, der also eine für mich eine unerhörte Begegnung war damals. Es war ein ganz toller Schauspieler. Und ich hatte eigentlich mit ihm am Abend Lear zu spielen. Und ich habe gesagt, bitte, ich habe die Möglichkeit, in München Probeaufnahmen zu machen. Würden Sie es entschuldigen, wenn ich Ihnen einen Ersatz bringe? Würden Sie ohne mich? Also er tat das. Ich stieg in den Zug. Am Abend fuhr die ganze Nacht durch, kam am Morgen nach Geisel-Gasteig. Es wurden Aufnahmen gemacht und siehe da, ich kriegte also den Vertrag für Vater braucht eine Frau. Das fing also ganz gut an, das war mit dem Dieter Borsche. Und in diesem Film spielte ein Kind eine große Rolle, das damals schon einen gewissen Erfolg hatte. Und die Filmkindermutter lief also nun immer in dem Atelier herum und rief, meine Tochter spielt hier die Hauptrolle. Und die Kleine spielte nicht mit mir, wenn sie nicht im Bild war.
Und das war also so unangenehm für mich, das Ganze. Ich wohnte damals in der Garderobe, das konnte man. Das war sehr billig, da machte die Putzfrau ein Bett auf dem Sofa und da konnte man dann nachts schlafen. Und wenn ich morgens wach wurde, dann war ich noch so einen Moment ganz glücklich und dann fiel alles auf mich hernieder und ich dachte mir, um Gottes Willen, also wie überstehst du den Tag? Und da hatten wir die Frau des Drehbuchautors, die hatte so gewisse esoterische Interessen und war in einem Club, der sich mit Handlinien beschäftigte und sagte immer, ach, kommen Sie doch mal mit Frau Dr. von Mangold, die hat so einen Verlag und ich würde so gerne, dass sie ihre Hände abnimmt und dann mit in das Buch hineinnimmt. Und ich sagte, nein, nein, das möchte ich gar nicht, also das beeinflusst mich. Und als ich das Gefühl hatte, also diese Geschichte läuft da ganz miserabel, habe ich gesagt, bitte, ich möchte einmal mit zu Frau Dr. von Mangold gehen. Und ich weiß noch, was sie gesagt hat. Sie sah mir also in die Hand hinein und sagte, ich bin eine ganz gute Pythia. In spätestens anderthalb Jahren haben Sie den großen Durchbruch. Aber Sie sind so störbar und Sie müssen von dem ersten selbstverdienten Geld sehen, dass Sie also irgendwie immer eine Wiese und eine Hecke rundherum haben, wo Sie sich wirklich zurückziehen können. Na, also ich ging zurück, selbst wenn es nicht gestimmt hätte, es war natürlich im Augenblick eine unerhörte Hilfe. Ich bin also zu dem Produktionsleiter gegangen und habe gesagt, bitte, Sie können mich umsetzen. Aber unter diesen Umständen, mit diesem Kind und dieser Mutter, die da immer durch das Atelier läuft, das kann ich nicht. Und da hat er sich alle zur Brust genommen und nun passierte also das Gegenteil. Die Mutter wurde des Ateliers verwiesen und nun hatte er gesagt, also ich sei nahe einem Nervenzusammenbruch. Nun hatten alle plötzlich das Gefühl, sie müssen mich also in Watte packen. Ich brauchte nur irgendwo hinzuschauen, dann kam schon jemand und sagte, bitte, wie geht es Ihnen? Es war also ähnlich schrecklich, nur dass diese fürchterliche Mutter nicht immer schrie, meine Tochter spielt hier die Hauptrolle. Und noch während des Films hat mich der Dieter Borsche in seinen nächsten Film hineingenommen. Ja, und dann war der Durchbruch eigentlich schon nach einem halben, dreiviertel Jahr. Ich dachte dann, ich muss auch jetzt die Wiese und die Hecke haben und fand da so ein Haus draußen im Berg und merkte aber, das war nicht die richtige Wiese, nicht die richtige Hecke und bin überhaupt nicht so sehr geeignet fürs Draußenwohnen. Aber dann ging es also weiter und ging mit Erfolg. Der wirkliche Durchbruch war Ein Herz spielt falsch und das war mit Uwe Fischer. Das war damals so ein Roman in irgendeiner dieser Funkzeitschriften, den die Leute also nun mit Begeisterung lasen und der dann immer verlängert wurde. Und Gott, ich meine, eine entsprechende Geschichte. Aber immerhin zwei hervorragende Rollen. Ich meine, der Dieter Borsche war hervorragend, zum Beispiel in der Luise, als er den König gespielt hat. Das war also, das entsprach ihm sehr, diese gewisse Zurückhaltung, die er hatte und diese ja, wie soll ich sagen, auch Noblesse, aber eine gewisse, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also eine, wie gesagt, Zurückhaltung eigentlich. Und ich habe sehr gerne mit ihm gespielt, aber das andere war vielleicht ein bisschen aufregender. Als Partner war er großartig und seine Exzentrizitäten, die liefen so nebenher, das habe ich gar nicht so an mich herankommen lassen, nicht? Aber als Partner war er vorzüglich, also da konnte ich eine Menge von ihm beziehen, das muss ich sagen. Seine Exzentrizitäten, da wo sie vielleicht ein bisschen, überschwappten, das hat man sich gesagt, so ist er halt, aber er ist ein so wunderbarer Partner, soll sein, nicht? Ich musste sehr lachen einmal, was habe ich denn mit ihm und Keutner gespielt? Bildnis einer Unbekannten, nicht? Und der OW kam auf Set und der Keutner stand da und dann sagte der OW Fischer,
Also ob das gut geht, zwei Genies in einem. Und dann sagte der Käutner, der guckte sich und sagte, wo ist denn das andere? Nicht? Aber das war nett beim Uwe Fischer. Wenn der Witz gut war, also wenn die Antwort gut war, hat er mitgelacht. Also er war nicht beleidigt. Nicht? Also, aber das ist mir unvergesslich, wie er so nicht ganz ernst, aber doch immerhin, also mit ernstem Hintergrund, sagte, na, also zwei Genies, ob das wohl... Das, oh, wo ist denn das andere? Ich war auch, glaube ich, ganz gut Sport und es ging alles ganz gut. Nur wenn man meine, sagen wir mal, gewisse Nettigkeit oder wenn man das als Dummheit angesehen hat oder als, dann konnte ich auch schon mal andere Töne aufziehen und dann waren alle immer sehr überrascht, dass das auch drin war. Das war aber sehr selten. Da musste man mir schon also sehr, sehr auf die Füße getreten haben, wenn ich einmal... Ja, diesen Ton anschlug. Ich meine, ich konnte mir ja auswählen, ich konnte ja oder nein sagen. Und ich habe eigentlich immer Filme gemacht, die, von denen ich das Gefühl hatte, ja, das kann ich bewältigen oder das würde ich gerne spielen. Man hatte natürlich eine größere Wahlmöglichkeit der Rollen. Es wurden einem interessantere Angebote angeboten. Es konnte aber auch passieren, dass sie das Gefühl hatten, sie sind noch oben und dann waren sie als Aktie auch schon sehr runtergefallen. Also der Erfolg bezog sich immer auf den Schauspieler. Also er stand dafür. Und das war einer der Gründe, dass man gesagt hat, nein, jetzt wäre mal wieder ein richtiger Erfolg notwendig und die Trapp-Familie machte. Und es ist ja sehr merkwürdig, dass nicht immer die Filme, die man sehr geliebt hat, also nun die ganz großen Erfolge sind, sondern manchmal Filme, die man, naja, auch gemacht hat und die dann also plötzlich ein Welterfolg wurden, wie diese Trapp-Familie, mein einziger Welterfolg, muss ich sagen. Und ich hab's, ja, wie soll ich sagen, aus Vernunftsgründen eigentlich gemacht, weil man gesagt hat, jetzt wäre mal ein Erfolg doch wieder notwendig. Der Tag war ja lang, also ich wurde um, was weiß ich, um 5:30 oder 6 abgeholt, war um 7 in der Maske, war um 9 fing man an und es ging bis abends um 7 oder um 8. Und ich muss Ihnen sagen, das war schon anstrengend, aber da ist ja immer, ich meine, der Film wird ja nicht kontinuierlich gedreht, sondern es werden, Sie müssen ja die Rolle ganz parat haben, weil sie stückweise immer gedreht wird. Da ein Stück, da ein Stück, da ein Stück. Und das müssen Sie so genau innerlich fühlen, also wie das in das Ganze hineinpasst, das ist ja klar. Nicht, wenn man ein Stückchen vom Anfang spielt und dann plötzlich in der Mitte was, weil das vom Drehort aus so sein muss, der ja immer eine große Rolle spielte. Denn man hat ja immer die Szenen abgedreht, die an einem Drehort, das wissen Sie ja, spielten. Und dazu musste man wirklich die Rolle abrufbereit in allen Lebenslagen intus haben. Nicht? Und das bedeutete, dass man sich vorher natürlich damit beschäftigt hat und sich da also schon sehr hineingedacht hat. Und wie gesagt, ein langer Tag und da es ja nicht 2 Stunden auf der Bühne waren, konnte man also doch sich sehr stark auf den Augenblick konzentrieren. Nicht? Also, aber das ist auch eine, ja, vielleicht ist das so eine gewisse Voraussetzung, die man haben muss, dass das abrufbereit ist über den Tag. Man war sich mit dem Regisseur über
die Rolle, die man gespielt hatte, eigentlich einig. Und ich konnte ihm das anbieten und meist hat es so angenommen.